Die lenken, warte mal. Alter, ich rede echt, dreh gleich ab, ey. Connor, weiter schießen! Oh, fuck, ey. Alter Vater. Alter, ist vor mir explodiert hier, ey. Boah, ist das bitter. Kurz nochmal nachladen. Okay, jetzt sind sie wieder da hingelenkt. Da ist doch noch einer. Okay, jetzt müssen wir es ausprobieren. Jetzt muss es eigentlich klappen, ey. Gut, sie sind da hin. Na, da hin. Gut. Eins, zwei. Wir brauchen Deckung! Lauf! Alter! Oh! Immer! Ist da noch einer? Nö. Jungs? Connor! Alle Mann hierher! Los! Was? Jetzt sind sie alle wieder zusammen, oder was? Beeilt euch! In Position! Connor! Feuer! Ja, Feuer doch! Hä? Oder muss der erst Munition bringen? Weißt du was? Frankie! Kommt alle sofort hierher! Ihr bleibt bei mir! So, jetzt kommt her, ey. Das ist mir ein bisschen zu albern mit euch. Oh, ist da doch nur einer übrig geblieben. Nee, noch nicht. Hä? Connor! Macht sie nieder! Angekommen, was nun? Ja, ey. Mann. Das Ding muss ich kaputt machen. Aber wie? Ich hab doch gar keine Patronen mehr. Och nö. Ich hab hier keine Deckung. Ah, leer. Haben die irgendwas bei sich? Scheiße, ey. Och, fuck off, ey. Connor! Schießt auf sie! Das gibt's doch nicht. Unten bleiben und los! Mach mich auf, Sarah. Nee. Jetzt kann ich das nicht beenden, weil ich keine Patronen mehr habe. Alter. Ich hab nichts mehr. Och nö. Das Ding muss ich zerstören. Ich hab aber nichts mehr. Och Mann. Ich hab aber wirklich nichts, ne? Schon. Das gibt's jetzt nicht, ey. Sag bloß, ich muss das Spiel jetzt nochmal neu starten. Oh mein Gott, ey. Nee. Das ist jetzt so bitter. Haben die auch keine Patronen, ne? Nö. Scheiße. Ich guck mal kurz nach meinen Kollegen. Frankie, folgt mir! Hierher! Hierher, Männer! All drei Leute haben wir. Das gibt's nicht, ey. Oh, Mann, ey. Da liegt er. Den bräuchte ich. Nein. Connor! Nagelt sie fest! Ich hab... Nee. Da ist noch der andere, nächste.
ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße, ne? Also muss ich ab dem letzten Kontrollpunkt nochmal spielen. Weißt du was? Ich halte mal meine Bazooka-Team-Sache. Bazooka-Team? Los, los! Der Feind hat auch Panzer! Genau. Und ihr... Ihr bleibt bei mir! Genau. So, jetzt müssen wir es nochmal versuchen. Aber jetzt anders, dass halt das Bazooka-Team. Ihre Deckung ist. Tschüss! Einer ist noch übrig! Da ist noch einer. Ne, da ist noch einer. Gut, den haben wir. Noch Laden! Noch Laden! Gut, den haben wir auch. Okay, okay, okay. Da kommen wir jetzt noch mehr. Das ist, glaube ich, wirklich klüger, wenn wir das Bazooka-Team erstmal weglassen. Du bist ein echter Glücksbringer. Ich werde mir den kleinen Mistfeld schnappen. Gut. Das ist für euch. Beeilung, Jungs. Folgt mir mal. Unauffällig. Hä? Kommt noch welche jetzt? Halt den Boah, nein. Unten. Schaden an! Schießt weiter! Haben wir noch alle? Ja, ich glaube schon, ne? Mal rüberkommen. Ach, wie ich das... Er ist tot! Mach den letzten fertig! So, jetzt noch der. Jetzt geht's euch an den Kragen! Gott, den haben wir auch. Solange so, sie uns nicht töten, machen wir machen unseren am besten, Job richtig. Machen wir es am besten wieder so. Eins, zwei und los. Lauf, 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 lauf. Sehr schön. Frankie! Los, nicht stehen bleiben! Genau, und ihr zielt mal. Schießt auf diese Position! Gott. Und ich laufe wieder zurück. Geh weg, Alter. Boah, das war aber jetzt wieder, ey, sowas von knapp. Kacke. Okay, nochmal versuchen. Nein. Oder soll ich mal das ganze Feuer auf das Dings lenken? Frankie! Feuer! So. Okay. Komm, zeig dich doch. Sehr schön. Den haben wir. Gut, den haben wir auch. Jetzt fehlen eigentlich nur noch der eine noch da, ne? Um die Ecke. Auf jeden Fall da oben habe ich meine Jungs, ey. Scheiße. Ah, jetzt zeigt er sich nicht. Doch jetzt. Oder? Nein, lenkt. Ihr könnt ruhig da hinz feuern, hör mal. Meine Jungs, dat, denen schadet das nicht. Gott, den haben wir auch. Okay, jetzt nur noch der da. Jetzt mal ganz schnell.
Mann! Boah, geht doch. Okay. So, und jetzt? Bleiben wir zusammen. Ihr kommt jetzt alle mal zu mich. Oh, ist das heftig gewesen. Genau, kommen alle hier hin. Ja. Um das Ziel zu erreichen, machen wir doch gerne. Schießt auf sie! Jetzt komm. Hört nicht auf zu schießen! Mehr Feuer! Auf Ziel! Alter, wolltest du mich ver... Ja. Jasper! Sehr gut! Macht sie alle! Oh! Bewegung! So, geht er in Deckung. Angriff! Feuer! Was? Ich bin leer! Mach schneller! Jasper! Feuert in diese Feuer. Richtung! Ich schieße! Feuer! Also, ey, ist das... Gib mir Deckung! Ich lade nach! Weniger plappern, mehr nachladen! Okay, warte mal, dann kommt mal hier hin. Jasper! Feuer! Hä? Los! Nicht stehen bleiben! Was ist das denn? Ist da jetzt ein Bug drin oder was? Das wäre natürlich richtig übelst. Mehr Feuer! Jasper! Weiter schießen! Feuer eröffnen! Boah, ihr seid so... Feuerst du jetzt oder nicht? Alter. Das gibt's nicht, ey, oder? Jetzt habe ich's ja mal am Leben. Und jetzt... Warte mal. Kann man von... verkehrt gelaufen? Ah ja, doch von hier. Jasper! Auf geht's! So. Jetzt aber, komm, geht in Deckung. Vielleicht kriegt das ja nur, dass sie nur aus der Deckung feuern können. Hört nicht auf zu schießen! Feuer! Jasper! Schießt auf sie! Mehr Feuer! Ich feuer! Okay, geladen. Jetzt aber. Ja, geht doch, ey. Oh, Alter, ey. Das war jetzt aber Stress pur, Jungs, ne? Das wisst ihr. Pff, geschafft. Sorry. Es ist nur, mein Sohn Peter, er ist weg. Ich mache mir große Sorgen. Er ist mir gefolgt und ich habe ihn verloren. Es ist alles meine Schuld. Er hat meine Pistole, um sich zu schützen. Nicht, um sich zu rächen. Und dann hat er so ein seltsames Messer gezogen und wollte mich abstechen. Und was ist dann mit dem Messer passiert? Wohin jetzt? Hast du einen Jungen gesehen? Was? Ich habe gerade Nick gesehen. Sein Junge hat sich hier irgendwo verirrt. Okay, jetzt müssen wir einen Jungen suchen. Ach, diese Jungs immer. Ach, wie mein sich Gott. Wie sich Red hier wohl fühlt. Mein Gott. Nicks Gesicht. Das Gesicht eines Mannes, der gerade seinen Sohn verloren hat. Manche Fragen kann man seinen Freunden im Leben nicht stellen. Wie war das, als du deine schwangere Frau verabschiedet hast und in den Wagen gestiegen bist? Was ist das für ein Gefühl, die ersten beiden Geburtstage deiner Tochter zu verpassen? Und wenn du vor ihrem dritten stirbst? Puh. Heftig, der Kleine. Voll der Killer, Junge. Okay, jetzt müssen wir den, denke ich, mal suchen. Ein kleiner Hosenscheiß, er kann ja nicht auf sich alleine aufpassen. Er hat ja gerade nur einen Deutschen abgeknallt, aber man hat seine Angst, die Angst in seinen Augen gesehen. Und das ist, glaube ich, der Grund dafür, damit wir auch Kinder suchen. Wir haben auch nichts anderes zu tun. Also MGs ausschalten, 88er, irgendwelche Treibstoffsachen. Operation Garden, Industriegebiet in Eindhoven in Niederlande. 18. September 1944 muss das noch immer gewesen sein. Konzentriert euch mal kurz, Leute. Das ist die Karte, die der Holländer angefertigt hat. Sie zeigt ein Industriegebiet, das wir für das 30. Korps freiräumen müssen. Wilder hat gesagt, die Crowds sind über den ganzen Bereich verteilt. Und die Roten? Meine Fresse! Was machen die da? Die danken dir. Na, bitteschön! Das rote Gekritzel sind die deutschen Stellungen, die er gesehen hat.
Vielleicht stimmen die sogar noch. Wilder hat auch gesagt, dass der vorgeschobene Beobachter des 30. zu uns kommt. Wir kriegen also Panzerunterstützung. Und dann sehen wir mal, ob wir den Jungen finden. Was ist das überhaupt für eine Geschichte? Sollen wir den suchen oder was? Wir sollen unseren Job machen. Er ist doch nur ein Junge. Bist du Baker? Redwood mein Name. Wir sollen euch helfen, damit ihr es durch die Scheiße hier schafft. Und damit der Weg für meine Jungs vom 30. sicherer wird. Ich mach, was du sagst, aber pass auf, dass ich nicht draufgehe. Nimm das hier, da passiert uns nichts. Im Vergleich zu eurem US-Tommy ist es wieder auferstandene Jesus. Gut. Mal hinknien. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir erstmal eine kurze Pause. Wir müssen uns ein bisschen ausruhen. Das war jetzt wirklich heftig, heftig, heftig. Nächstes Mal, ja klar, fahren wir damit einen Panzer schön. Er ist richtig geil. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen heute wieder. War wieder sehr, sehr spannend. Bei Brothers in Arms. Brothers in Arms. So, jetzt mal richtig ausgesprochen. Hell's Highway. Mit mir Ingo Viva. Nein, bis zum nächsten Mal, okay? Also, tschüss.